What a powerful day am Tag 2 der B2D in der Region Köln. 2011 stand völlig im Zeichen der Social Medien. Bei mir war Deutschlands Xing-Experte Nummer 1 Joachim Rumor. Herzlich willkommen hier auf B2D in Köln. Hallo Harry, grüß dich. Es war eine große Freude, dich dabei zu haben. Du hast die Eindrücke dieses Offline-Events B2D nun das erste Mal erlebt und bist jetzt Zeuge. Als Xing-Trainer sorgt man ja im Online für die Kontaktanbahnung und jetzt werden die hier real. Welche Eindrücke nimmt man damit? Naja, ich würde nicht sagen, dass ich als Xing-Trainer für die Kontaktanbahnung sorge, sondern ich sorge dafür, dass man Xing richtig und strategisch nutzt. Und diese Messe ist natürlich eine perfekte Möglichkeit, wirklich auch im Dialog, in den Dialog zu kommen, mit anderen Menschen in den Dialog zu kommen. Und Xing kann dann genutzt werden und diese Kontakte letztendlich hinterher auch weiter zu nutzen, sprich online zu pflegen, sich zu verbinden und in Verbindung zu bleiben. Meine Damen und Herren, Joachim Rumor hat einen Lookout in sein Training gegeben. 20 Minuten auf der Bühne hat er so ein Feuerwerk aus Praxis in diese Logik des Xing-Kontaktens übertragen. Er ist selber 20 Jahre erfahrener Vertriebsprofi. Die Zielgruppe auf der B2B, passt die zu diesen Xing-Seminaren für die Zukunft? Davon bin ich überzeugt. Ja. Das ist alles Business. Ich sehe hier sehr viele Anbieter und Aussteller, die wirklich im Dialog sind, also Business-to-Dialog, beziehungsweise natürlich auch Business-to-Business machen. Und das ist genau natürlich auch die Zielsetzung von Xing, beziehungsweise dafür ist Xing geschaffen, im 1-zu-1-Dialog, in den 1-zu-1-Dialog zu kommen. Jawohl, wir haben die Nummer 1 da gehabt. Wir sind froh, dass Joachim Rumor und die B2D ein Joint eingegangen sind. Erleben Sie ihn live auf all den Kanälen. Der Mann ist gut. Und wenn Sie mehr sehen wollen, schalten Sie auf seinen YouTube-Kanal und raus aus diesem Beitrag. Bitte sehr.